Hallo zusammen. In dem heutigen Projekt möchte ich einen mobilen Signalgeber vorstellen. Der soll in der Lage sein, die ganzen Aktoren und Sensoren, die jetzt hier im WLAN ihre Zustände ablegen, in Echtzeit abzurufen und dass ich also mit diesem mobilen Signalgeber, egal wo ich bin, dann zum Beispiel kontrollieren kann, ob zum Beispiel eine Tür, ein Fenster oder sonst was auf ist. In dem Falle geht jetzt also die rote LED an und ich weiß, aha, da ist also irgendwo ein Fenster offen. Das, was man sonst noch damit machen kann, werde ich gleich nach dem Intro mal vorstellen. Ob gekaufte oder selbstgebaute smarte Lösungen, alle schreiben irgendwie ihre Informationen irgendwo in irgendwelche Datenbanken. Bei uns ist das jetzt hier der IO-Broker, der quasi diese Informationen aufnimmt. Und diese Informationen sind jetzt zum Beispiel grafisch auswertbar oder man kann irgendwelche Aktionen damit sozusagen hier in dem Schalter ein- und ausschalten. Weitere Lösungen sind zum Beispiel bei diesen kleinen Magic-Würfel, sage ich jetzt einfach mal. Da kann man zum Beispiel Veränderungszustände, indem ich das Ding einfach drehe, wende, schüttele oder einfach nur drehe, irgendwelche Informationen wegschreiben. Zum Beispiel, indem ich irgendwelche Verstärker damit laut oder leise schalte, zwar anwenden, aber die Zustände möchte ich vielleicht eventuell auch anderweitig irgendwie abrufen wollen. Diese Bewegungsmelder zum Beispiel können nicht nur Bewegung, sondern auch Helligkeit, Temperaturen oder zum Beispiel den Zustand der Batterie übermitteln. Wenn dann Abhängigkeiten, zum Beispiel irgendwelche Terrassenbeleuchtungen hier bei Bewegung einschalten, dann ist das ja eine gute Lösung. Aber es gibt einfach immer wieder mal irgendwelche Lösungen, die dann fehlen, um zu sehen, wenn ich zum Beispiel das Haus verlasse, ob vielleicht eventuell noch irgendein Fenster offen ist. Oder dass zum Beispiel irgendwelche Wasser bei uns im Keller eindringen, die vielleicht eventuell, bevor ich dann das Haus verlasse, eventuell nochmal nachgucken möchte oder ich noch irgendwelche Lichter im Haus noch anhabe. Und dafür ist jetzt quasi diese mobile Signalgeberlösung gedacht. Um so einen mobilen Signalgeber jetzt zu erstellen, brauchen wir natürlich einen Mikrocontroller, wie immer. Entweder hier diese NodeMCU mit dem ESP8266 oder die kleinere Variante, diese D1 Mini. Vorteil bei diesen ist, dass man dort diese in einen Tiefschlaf fallen lassen kann, die fast alles außer dem Realtime-Clock ausschalten. Dazu brauchen wir noch eine Brücke, die das Ganze dann von Pin 16 auf Reset sozusagen einmal scharf schaltet. Das müssen wir natürlich erst dann machen, wenn das Ganze funktioniert, wenn wir, während wir das Entwickeln machen und wir immer wieder mal was auf diesen Mikrocontroller aufspielen müssen, ist das recht hinderlich. Aber das schon mal für die Stückliste zu erwähnen. Als wichtigstes brauchen wir natürlich die LED. In dem Fall ist es eine rot leuchtende LED, weil die nur 1,6 bis 1,8 Volt benötigt. Und wir tun dort natürlich einen Widerstand vorschalten, damit wir noch etwas mehr Strom dabei sparen. Und last but not least werden wir jetzt noch ein kleines Batteriepack dazu nehmen. In dem Falle habe ich jetzt hier 4 wieder aufladbare AA-Batterien, A 1,2 Volt, somit zu sagen, dass man dann mit 4,8 Volt in den V-In-Eingang des Mikrocontrollers gehen kann. Und das Ganze wollen wir jetzt mal zusammenbauen und mal schauen, wie das Ganze dann hardwaretechnisch vertratet wird. Die Schaltung bei dem Mikrocontroller ist sehr übersichtlich. Wir werden lediglich einmal am Ende des Projektes eine kleine Brücke bauen, um halt dieses kleine Mikrocontroller-Board so weit wie möglich von der Batterie abzuklemmen.
Das heißt, in dem Falle gehen wir in den Deep Sleep Mode. Diese Funktionalität schaltet alles auf diesem Mikrocontroller ab, bis auf den Realtime Clock. Das heißt, er zählt weiter, bis eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, schaltet sich sozusagen wieder neu ein, bootet dementsprechend, guckt dann später irgendwie im Wi-Fi sozusagen nach seinen Informationen, die er braucht, und entscheidet dann, ob sozusagen die LED ein- oder ausgeschaltet wird. Diese Brücke wird geschaltet hier auf D0 und hier auf der anderen Seite mit Reset. Das werden wir jetzt einmal nur kurz zum Vorführen einmal mal stecken. Das wird aber nachher während der Entwicklung ausgeschaltet bleiben. Des Weiteren werden wir dann jetzt eine LED dazu bringen. Diese LED ist jetzt nichts anderes als hier auf dem Steckbrett erstmal vorbereitet mit dem Vorwiderstand, dass dann hier bei dem Mikrocontroller einmal auf dem daneben liegenden D1 angeschlossen wird, und dann haben wir hier noch einen Ground, der dann sozusagen die LED auf den Mikrocontrollerboard dann auch verkabeln lässt. Bevor wir uns jetzt mit dem Arduino-Skript beschäftigen, müssen wir natürlich in der Datenquelle, sozusagen bei uns hier in dem Falle der IO-Broker, nochmal darum kümmern, dass diese Daten auch bereitgestellt werden. Wie schon in einem anderen Video gezeigt, verwende ich dazu den MQTT-Adapter. Dieser wiederum ist in dem Falle dann nicht nur ein Client, sondern auch gleichzeitig der Broker. Nochmal zum Verständnis, MQTT ist sozusagen wie so eine Art Abonnement, was man an Informationen sozusagen abrufen kann oder eventuell mit Informationen versorgen kann. Wir wollen jetzt im unteren Falle aus dem IO-Broker die schon bereits gesammelten Informationen hier einmal bereitstellen und werden dann mit MQTT sozusagen Knotenpunkte jetzt einrichten, um halt das Ganze abrufbar für den Arduino zu machen. Dazu muss ich jetzt hier unter Objekte für den jeweiligen Adapter, den ich auslesen möchte, einen Datenpunkt vorbereiten. Ich habe das jetzt hier einfach mal gemacht, dass das bei mir einfach ein Verzeichnis unter MQTT ist, das hier Fensterstatus heißt. Und dort habe ich schon mal vorbereitet, dass ich später einen Wert haben möchte, der einfach Bastelkellerfensterzustand heißt. Das ist also ein Wert, den ich hier abrufen möchte. Den gibt es nur in zwei verschiedenen Zuständen, einmal in zu und einmal in offen. Und um das später tatsächlich auch von der Schreibweise richtig gleich im JavaScript auch dann übernehmen zu können, werde ich jetzt hier mir einfach schon mal diese ID, die ich dadurch erstellt habe, einfach mal kopieren. Um diesen Knotenpunkt natürlich mit Informationen zu füllen, muss ich natürlich dorthin, wo dieser Magnetschalter seine Werte ablegt. Das ist jetzt bei mir hier die Dekonzentrale, die Zigbee-Geräte bei mir nach Statis abfragt. Und ich habe jetzt quasi hier einen unspektakulären Ordner 11, der sozusagen in diesem Augenblick bei mir hier im Keller diesen Magnetschalter am Fenster den Zustand einmal einträgt. Und was bei mir jetzt momentan drin ist, ist einfach nichts anderes als ein True und ein False. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Fenster zu ist, steht hier ein False. Und wenn das Ganze sich dann ändern sollte auf True, dann soll in diesem gerade eben erstellten Knotenpunkt bei MQTT sozusagen ein Offen stehen. Deswegen werde ich mir jetzt auch hier einmal diese ID hinaus kopieren, damit ich die nachher in meinem Skript ordentlich hineinschreibe. Mit diesen beiden Informationen gehe ich jetzt hier unter Skripte auf Plus und werde jetzt hier ein kleines JavaScript schreiben, das ich in diesem Fall aber schon vorbereitet habe. Und dort wird dann einfach zwei verschiedene Informationen quasi vorbereitet. Einmal
dass ich also hier eine Funktion geschrieben habe, die also sozusagen eine LED vom Status her dazu bewegt, etwas zu verändern. Das sind die zwei Informationen, die wir vorhin einmal uns kopiert haben. Es ist einmal der Wechsel des Statuses bei dem Zigbee-Schalter, der also dann bei dem 11. Sensor dann einmal einen Wechsel hatte, der dann auf True ging. Das heißt, hier wird dann bei mir unter dem MQTT-Knotenpunkt, den ich dann schon mal hier als Fensterstatus dann als Variable Vorgabe dann vorgegeben habe, ein Offen hineingeschrieben. Diese Sache funktioniert natürlich dann aber erst dann, wenn natürlich auch wirklich einer sich darum kümmert, dass jemand permanent auf diesen Schalter schaut, um zu gucken, hat sich da was verändert. Und das wird hier in der ersten Zeile oben hineingeschrieben, nämlich dass einmal diese ID Zigbee Gateway, sobald also der Controller mit der Nummer 11 sozusagen eine Informationswechsel gibt, dass also quasi diese Funktion, die ich gerade eben vorbereitet habe, dann damit ausgeführt wird. Also sprich, da hat sich was geändert, das Ganze ist auf True gegangen, also wird quasi jetzt in dem MQTT-Variable das Offen hineingeschrieben. Und das Ganze, nicht vergessen, dass das Ganze auch gestartet werden muss, um halt zu schauen, ob das soweit funktioniert. Und wenn man hier unten jetzt reinschaut, dann dürfte hier nichts Rotes auftauchen, dann dürfte das soweit dann auch passieren. Zur Kontrolle gehe ich nochmal unter Objekte und würde mal schauen, dass wenn ich jetzt gleich hier das Fenster öffne, dass ich bei mir wie gewohnt bei dem Sensor mit der Nummer 11 hier bei Open das Ganze von False auf True ändert. Und ob dann tatsächlich der von mir neu angelegte Knotenpunkt auch den bisherigen Zustand zu dann in offen geändert hat. Das werde ich jetzt leider so machen müssen, dass ich mich jetzt von diesem Mikrofon mal wegbewege. Man hört mir, wie ich den weiten Weg zum Fenster gehe, um halt dieses Mal kurz zu öffnen. Ich sehe selbst den Monitor jetzt nicht, also werde ich jetzt hier einfach mal kurz das Fenster wieder schließen und wieder öffnen, ob man dann im Video was sieht. Und dann komme ich mal wieder zurück und schaue mal, ob bei mir der Zustand jetzt auf True steht. Gott sei Dank, da brauche ich nicht nochmal zu rennen. Und ich werde jetzt natürlich einmal hier runter scrollen zu meinem MQTT-Adapter, beziehungsweise Knotenpunkt, den ich hier angelegt habe und ich hoffe jetzt auch schnell finde. Und dort einmal der Fensterstatus Bastelkeller jetzt auf offen steht. Und wenn ich jetzt theoretischerweise wieder den weiten Weg zum Fenster gehe, um halt so dieses Fenster wieder zu schließen, müsste auch dieser Knotenpunkt sich dann wieder von offen auf zu verändern. Wenn das funktioniert hat, können wir gleich dann mit dem Arduino-Skript beginnen. Und das sieht doch gut aus. Damit diese 8266er Mikrocontroller auch in dieser Arduino-Entwicklungsumgebung angewendet werden können, müssen diese, wie schon gezeigt, unter den Voreinstellungen einmal bei den zusätzlichen Bordverwaltern mit aufgenommen werden. Und ist das passiert, kann man hier unter den Boards, Boardverwalter, diese auch tatsächlich dann nachladen, damit man diese hier auch dann tatsächlich auswählen kann. In unserem Falle ist das jetzt einfach nur ein Mikrocontroller, ein Node-MCU, den wir hier angebracht haben. Und die sind auch jetzt so weit eingestellt, dass ich nur noch hier den Port auswählen muss, um mit dem zu kommunizieren. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall noch eine Bibliothek für diese MQTT-Adapter noch hinzufügen, denn dieser ist unter diesem schönen Namen PubSubClient hier zu finden. Und wenn man danach sucht, gibt es verschiedene MQTT-Lösungen. Ich zeige mal, welchen
ich verwendet habe. So, jetzt müsst ihr den jetzt auch gleich finden. So, den ich genommen habe, ist quasi dieser hier von einem Herrn Nick O'Leary. Der liegt in der Version 2.8 vor und wie man sieht, habe ich den schon installiert. Wer ihn also noch nicht installiert hat, der kann das hier auf der rechten Seite noch durch Klicken nachholen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz die wichtigsten Punkte durch, ohne das Skript jetzt Zeile für Zeile uns anzugucken. Wichtig ist, dass natürlich dann einmal mein Wi-Fi sozusagen der Access Point ansprechbar ist und auch tatsächlich neue Geräte aufnimmt. Einmal Access Point Name und das dazugehörige Passwort eintragen und natürlich schon mal die IP-Adresse eintragen, auf dem der MQTT-Server oder die entsprechende Datenquelle, die dann bei euch vorliegt, sozusagen erreichbar ist. Man könnte jetzt hier auch noch eine weitere Konstante eintragen, nämlich das Passwort von dem MQTT-Server, sofern der mit der Authentifizierung Passwortabfrage eingerichtet ist. Ich habe das bei mir zwar auch gemacht, habe es aber weiter unten reingeschrieben, kommen wir gleich noch dazu. Das Ganze ist wie auch in den Beispielen von mir soweit unverändert geblieben, dass ich also da nur bestimmte Zeilen verändert habe, die also bei mir jetzt relevant sind. Das sind also alles Informationen, die jetzt hier auch in den seriellen Schnittstelle nachher zeigen, ob ich auch mit meinem Wi-Fi verbunden werden konnte, ob das quasi dann auch ein Connect zustande kam. Wenn er das nicht gleich macht, dann zeigt er einen Punkt, 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 um halt zu schauen, dass er also noch mit dem Access Point wohl was aushandelt. Hat das soweit geklappt, kriege ich eine IP-Adresse zurückgeschrieben, in der jetzt sozusagen mein Mikrocontroller ansprechbar wird und dann fängt er an mit seinem MQTT-Thema. Das Callback erkläre ich gleich mal. Da kommen wir zum Schluss dazu. Es geht einfach darum, dass wenn er also ein Connect bzw. ein Reconnect hat, dass also er dann einmal mit dem MQTT-Broker in dem Falle einmal mitteilt, wer bin ich eigentlich? Ich habe hier einfach mal zum Wiedererkennungswert einfach hier dieses Bastelkellerfenster sozusagen als Kürzel mit eingetragen. Und das Ganze wird dann einmal mit dem Broker einmal eingebunden, dass der also quasi einen Namen hat, den er dann später auch wiedererkennt mit einem dazugehörigen Usernamen und Passwort. Und erst dann darf ich also an diesem Broker sozusagen ansprechen und bestimmte Werte abfragen. Wie vorhin schon gesehen, auch im JavaScript ist das bei mir der Knotenpunkt, der Fensterstatus, den ich auslesen muss. Und dieser Wert wird dann gleich bei mir in eine bestimmte Variable reingeschrieben, die wir oben weiter sehen können. Das Ganze hat nur eine kleine Loop. Das heißt, hier oben, wenn das Setup eingerichtet ist und das Ganze wird soweit mit dem Server, der bei mir auf dem 1883er Port eingerichtet ist, das ist übrigens Standard, das müsste bei jedem MQTT-Server sein, wenn dann nichts manuell verändert worden ist, dann einmal seinen ersten Connect hat. Und in dem Falle, das habe ich, kann ich eigentlich löschen, das brauche ich nicht mehr, wird er dann, und zwar hier oben, wo wir vorhin drüber gesprungen sind, in die Funktion Callback gehen. Dort ist nämlich dann der Wert, den er sozusagen aus dem Fensterstatus ausliest, hier in dieser Variable Topic hineingeschrieben und dieser wird einmal ausgelesen und wird geschaut, was dort drin steht. Und ist das bei mir in dem Fall dann die Information offen, erst dann geht er hin und tut er dann hier einmal den Port 5 auf High setzen. Dort ist nämlich die LED angeklemmt, das heißt, die wird einmal eingeschaltet, bleibt für 10 Sekunden an und sollte dann eigentlich wieder ausgeschaltet werden. Diese Funktion ist aber nur dann soweit gegeben, solange ich dort natürlich den Status offen habe. Ist das nicht der Fall, überspringt er diesen ganzen Teil und springt direkt auf diese Zeile.
Und das ist das, was ich ganz am Anfang des Videos ganz kurz erwähnt habe. Das ist dieser Funktion, dass er denn, wenn die Brücke mit dem PIN 16, also auf dem Mikrocontroller steht D1, mit Reset überbrückt worden ist, dann funktioniert diese Zeile hier. Nämlich, dass er hingeht und einmal in diesen Tiefschlaf fällt, dass er also alles an Stromverbrauch ausschaltet, also die Verbindung zum Wi-Fi, dass die CPU ausgeht, dass also nur noch der Realtime-Clock aktiv ist, und dann zählt er eine bestimmte Sekundenanzahl runter. Das sind eigentlich Mikrosekunden zu wegen. Hier wird eigentlich normalerweise noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden sozusagen hingeschrieben. Das heißt, in dem Falle habe ich hier 30 Sekunden, die er dann in den Tiefschlaf fällt, um halt wieder nach 30 Sekunden neu zu booten und diesen ganzen Teil, den ich vorhin von Anfang an erklärt habe, einmal wieder komplett durchgeht, bis er dann wieder sich diesen Status anguckt. Und jetzt kann man sich selbst die Frage stellen, ob man sagt von wegen, naja, wenn der 10 Sekunden die LED einschaltet und dann 30 Sekunden halt Tiefschlaf ist, dann ist halt die LED dunkel. Jetzt muss man mal überlegen, ob man nicht eventuell dann etwas anderes zum Beispiel ein- und ausschaltet. Man kann ja auch dann vielleicht eventuell einen LED mit Strom gepuffert sozusagen permanent zum Leuchten bringen. Oder man macht jetzt hier diese Sleep-Funktion quasi, sagen wir mal, nur auf 5 Sekunden, dass also tatsächlich dann 10 Sekunden die Lampe an ist, dann 5 Sekunden wieder aus, 10 Sekunden wieder an, dass es so eine Art Blinken erzeugt, aber trotzdem noch stromsparend ist. Das kann jetzt jeder für sich selbst quasi entscheiden. Diese Möglichkeiten kann man natürlich von der Zeitveränderung hier verändern. Wenn ich, sagen wir mal, nur 5 Sekunden quasi jetzt hier das Ganze einstellen, und wie muss ich das ja wieder Mikrosekunden eingeben, dann hätten wir eigentlich hier diese 5 Millionen drin stehen. Man kann aber die Schreibweise verändern, indem ich hier einfach das E6 reinschreibe. Das ist einfach die Möglichkeit, dass ich also die 6 Nullen jetzt hier einfach wegziehe und dementsprechend trotzdem jetzt in dem Falle auf 5 Sekunden Tiefschlaf dann komme. Das muss also jeder für sich selbst entscheiden, was hier geht. Ich glaube, die maximale Schlafzeit, die dieser Mikrocontroller kann, ist, glaube ich, auch bei 70, 71 Sekunden gegeben. Ich glaube, dann schaltet er sich selbst wieder an. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das sollte bitte ihr nochmal selbst nachschauen. So, das Ganze laden wir jetzt mal hoch und dann gucken wir mal, wie weit das funktioniert. Das Ganze ist jetzt einmal oben. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch den seriellen Monitor einschalten. Dann wollen wir mal gucken, ob wir was sehen. Ich werde bei dem Adapter nochmal gucken, dass ich hier den Adapter hätte. So. Und jetzt sehen wir, dass wir also eine Verbindung zum Server haben. Und dass er quasi jetzt auch schon die ersten Informationen einmal von den MQTT-Dienst erhält und auch tatsächlich einmal die LED einschaltet. Um zu schauen, ob es jetzt auch wirklich funktioniert, ist natürlich das Beste. Ich tue jetzt quasi diese Brücke für den Deep Sleep jetzt korrekt anschließen. Das heißt, ich tue jetzt D0 mit einmal mit Reset verbinden und werde jetzt mir die externe Batterie als Spannungsgeber jetzt anklemmen. Das geht bei mir hier einmal an den V-In und den Ground. Bitte darauf achten, dass V-In, der ist ganz außen, dass auch das quasi bei mir hier der rote Anschluss ist und daneben der schwarze auch wirklich auf Ground kommt. So. Jetzt musste er theoretischweise dann, wenn er jetzt korrekt angeschlossen ist, auch jetzt Strom erhalten. Und wir werden jetzt sehen, das Fenster ist offen und er ist auch tatsächlich jetzt angegangen. Und wenn ich jetzt das Fenster jetzt wieder zumache, dann wird er jetzt quasi auch ausbleiben. So, ich will mal gucken, ob diese ganze Mühe sich gelohnt hat. Einfach mal hingehen, und hier sind jetzt die zwei
Magnetschalter, die also jetzt gleichzeitig auch das Signal, sofern das Fenster aufgeht, jetzt an den I.O. Broker melden. Und hier haben wir natürlich den kleinen Abonnenten, jetzt in dem Falle noch mit den großen Mikrocontroller. Wir werden das mal gucken, ob wir das nachher in den kleinen reinpacken sollen. Jetzt, wenn ich den aufmache, müsste eigentlich gleich diese rote Lampe einmal angehen. Und da sieht man, es klappt soweit. Mühe hat sich gelohnt. Jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir das Ganze noch ein bisschen schöner verpacken, indem wir jetzt hier noch vielleicht ein 3D-Gehäuse drucken. Um jetzt eine kleine Version zu erhalten, die in ein Gehäuse passt, habe ich das Ganze jetzt etwas kompakter aufgebaut. Ich habe jetzt also den D1 Mini hierfür verwendet, mit derselben Verdrahtung wie eben vorgestellt. Der Schalter ist dafür da, damit ich diesen Sleep Mode ein- und ausschalten kann. Ansonsten ist es genau dasselbe, was wir also gerade eben mit dem Node MCU gesehen haben. So, und jetzt habe ich mir die Maße davon abgegriffen und werde hierfür jetzt ein Gehäuse bauen. Da dieses Gehäuse nicht besonders aufwendig ist, werde ich das Ganze jetzt hier in Tinkercad erstellen. Ich nehme hier einfach einen Cube, den ich 55 x 35 vom Maßen her nehme und eine Höhe von 70 mm. Diesen werde ich jetzt einfach kopieren und werde den jetzt rundherum 1 mm jetzt kleiner machen und ein bisschen höher setzen, damit ich mir den jetzt sozusagen aushöhlen kann. Also jetzt hier 2 mm weg für recht beide Seiten. Auch hier 33, 2 weniger. Das Ganze wird jetzt noch auf Mitte gesetzt, damit ich sozusagen es aus diesem Cube herausschneiden kann. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Ganze noch irgendwie hier auch noch mittig habe. Jawohl, jetzt ziehe ich das davon ab und dadurch habe ich schon ein Gehäuse, das sozusagen unten einen Boden hat, beziehungsweise das wird nachher oben der Deckel. In diesen Deckel werde ich jetzt noch ein kleines Loch hineinbohren, damit diese LED sozusagen dann durchgesteckt werden kann. Auch das Ganze werde ich jetzt mittig machen und wenn ich das gruppiere, wird das sozusagen davon abgezogen und et voilà, da haben wir das Loch dazu. Das Ganze wird jetzt zum Slicer geschickt und dort wird es sozusagen für den 3D-Drucker in eine für den Drucker lesbare Datei umgewandelt. So, 2 Stunden brauche ich dafür. Ich melde mich dann wieder, wenn das Ganze dann fertig ist. So, wollen wir das Ganze dann noch ins Gehäuse packen? Mal schauen, das Ganze muss ja eigentlich jetzt hier nur einfach reingesteckt werden und vorne durchgeführt. Das passt ja wie Faust aufs Auge. So, noch ein bisschen reinsetzen. Und ob ich jetzt noch einen Deckel mache, muss ich mal schauen. Aber das wird jetzt final getestet. Hier jetzt die finale Version. Wäre ja ein Ding, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Mal schauen, wenn das Ganze jetzt aufgemacht wird, das Ganze vom Server der Status abgerufen, die Lampe geht an. Ich bin begeistert. Das heißt, somit habe ich mein Projekt abgeschlossen. Ich danke wie immer für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.